Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute ist Mittwoch und die Folge 25, wenn ja, ist die 25. Folge. Mal sehen, ob wir entkommen. Ich habe heute mal einen Werkzeugkasten mitgenommen. Ich weiß nicht warum, einfach nur so, weil ich mal wieder irgendwelche... Irgendwohin muss ich die ja schieben, also schiebe ich die in irgendwelchen Runden rein. Ah, Bowie ist auch mit dabei. Ich freue mich, dass ich nicht alleine bin. Ja. Hast du deine Handtasche wieder mitgenommen? Ja, ich habe meine Handtasche wieder mitgenommen. Ach, dein Handtäschchen das mit ganz ist, viel Werkzeug. Ja, mit Werkzeugen. Lippenstift und so. Mit Lippenstift Generatoren machen. Mit das Frauenwerkzeugen, so, ja. Was ist das männlichste Frauenwerkzeug, das es gibt? Ein männlichste? Der Vibrator? Was? Mann, was? Was? Was meinst du damit? Du trägst also immer einen Vibrator mit in deine Handtasche. Nee, du hast gesagt, ich trage sowieso keine Handtasche mit mir mit. Ich meine, man weiß ja nie, vielleicht kommt der Zug zu spät und dann hat man nichts zu tun. Mögt ihr Handtaschen? Ich finde die schrecklich. Ich finde die unpraktisch, weil man so eine Handtasche die ganze Zeit in der Hand hat. Weil, was soll ich mit einer Handtasche? Ich mache häufig, trage ich zwar eine Handtasche, eine sehr große Handtasche, aber ja. Ich persönlich trage immer eine Tasche dabei, wenn ich zur Arbeit gehe. Und da sind halt alle meine Sachen portmoniert. Paui trägt eine Handtasche, okay. Ich trage keine Handtasche. Eine Tasche, ich weiß schon. Aber ich habe ganz gerne, dass ich einfach nur so einen Schein einstecken habe und mein Handy irgendwo für die Arbeit einstecken habe, Kapuzenpulli oder so. Und dann meine Eltern haben mir immer gesagt, steck da nicht so viel rein, weil sonst siehst du dick aus. Und ich denke so, ja, toll. Als ob ich deswegen, nur weil ich nicht dick aussehen möchte, mit einer Handtasche mit mir. Guck mal, wie lange dauert denn das? Der hält uns hin, der Killer. Hast du schon eine Nachricht bekommen? Oder bist du schon drin? Ich bin im Ladescreen. Ich nehme mich auch, hoffentlich. Wenn wir jetzt zu dritt oder sowas hier anfangen, dann gehe ich direkt raus. Schon mal Vorwarnung. Ja, tut mir leid, aber die Runden machen keinen Spaß und ja. Okay, sind leider alle da. Wo bist du? Ich bin hier bei... Guck, du hast es beschwört. Du hast gesagt, das und das. Und jetzt bin ich mit einer anderen hier. Wenn du weißt, welcher Killer es ist, dann sag Bescheid. Wir holen uns immer einen unfairen Vorteil, weil wir uns absprechen. Ja. Das ist natürlich für die Killer auch nicht so schön. Verklagt uns. Ja, aber ja. Dadurch kriegen wir eine höhere Stufe und dann wiederum höhere Killer. Die dann... Und dann bringen unsere Aufschlachten einfach wohl. Es ist die Jägerin. Weil dann schreien wir nur rum. Es ist die Jägerin! Und sie hat mich verloren. Hä? Warum? Warum hat sie mich verloren? Schlechte Jägerin. Mein Generator ist über die Hälfte. Oh, wir haben dieses... Wir haben... Ein bisschen, wenn ich noch ein bisschen Übung hätte, könnte ich dann den. Wir haben auf jeden Fall, wie heißt denn dieses Perk? Ruin. Und ganz ehrlich, ich finde das halt saustark. Nein! Sie ist nicht so gut, würde ich sagen. Schrei ins Gesicht, Löwe. Nein, hier ist ein Hack. Wieder ist ein Haken, du bist doch noch nicht mal. Ich bin am Haken gestorben. Nein, vor dem Haken. Das ist nicht so schön. Wir haben Ruinen, das geht die ganze Zeit zurückwärts. Das ist echt bescheiden. Aber wenigstens machen die anderen Generatoren, während ich hier schille. Aber ich habe einen Generator gemacht, Bitch. Ein ganz. Oh, hier ist ein Punkt. Ja, ein ganz. Ist das ein Tote? Ja, genau. Ein brennendes? Nein. Aber sie kämpft nicht, oder? Nein, aber sie läuft jemand hinterher und sie ist ins Haus gelaufen und die
Das heißt, der Killer ist in der Nähe. Er läuft jetzt links an mir vorbei in Richtung Ausgang. Sie läuft. Ich sehe sie nicht. Ja? Sie kommt. Sie kommt. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Echt schlecht gespielt von mir gerade. Ja, ihr seid in der Nähe. Sie geht wieder ins Haus. Eine macht einen Generator. Sehr schön. Jetzt geht die eine aber weg. Alter! Kannst du aufhören zu werfen, du? Die ist ja Wahnsinn. Oh. Hab ich gesehen. Leute, sie dachte, ich bin im Haus. Sie hat mich verletzt. Oh, noch schon wieder so eine Werkzeug. Hier ist eine Kelle, ich verpiss mich. Hier, meine Güte, die schweißt die ganze Zeit. Bist du am Generator? Nein. Ich laufe hier rum und suche irgendwie. Ich suche dich auch mal, vielleicht finde ich dich und heile dich dann. Wahrscheinlich findet mich der Killer zuerst. Bist du außen oder? Ja, ich bin relativ außen, ja. Ich traue mich nicht in die Mitte zu gehen. Ich bin jetzt an einem der Generatoren. Da, wo ein Ausgangstor ist. Ich bild mir halt schon ihr Lied ein. Ja, das dauert. Ich werde sterben. Nein. Sie muss sich halt gar nicht wirklich um Generatoren kümmern. Aber Ruine ist echt heftig. Das hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Wo ist sie denn? Im Haus war sie, weil wir gerade den Generator gemacht haben. Kann jemand von euch sie befreien? Ja, ja. Gerade abgehangen und sie ist bei mir. Und wo bist du? Ja, da. Ah.
Wir machen den Ausgang auf und ich komme nicht weg. Hier ist auch ein Ausgang. Aber ja. Jetzt läuft sie da. Gott sei Dank nicht da, wo du bist. Versteck dich, ich mach die Tür auf. Willst du nicht mit mich erstmal heilen? Ah ja, warte. Weil da hinten ist ja teilweise schon, wenn die gleich aufmachen, wissen wir, okay. Oh, wir könnten hier zu viert rausgehen, wahrscheinlich sterben jetzt alle. Ja, klar. Aber, ja, hast du Beschwerden? Willst du aufmachen? Ich will lieber Selina machen. Mir egal. Mir egal, ob es noch einer. Ich will lieber Selina herbei. Mein linker Platz ist leer. Ich wünsche mir die Selina her. Ich decke dich so mit meinem Körper. Ja. Decke mich mit deinem Körper. Wollen wir aufmachen oder warten? Nee, ich warte. Ja, lass mal warten. Guck mal, der da ist ja jetzt theoretisch offen. Na, guck mal. Oh, das ist der gute Tod her. Ja, aber ich hoffe, dass es nicht verfluchter Boden oder so jetzt ist. Ich weiß aber noch nicht, was das für ein Boden ist. Was ist das, die One-Hits hat? Oh nein, sie ist im Keller. Okay, sie kommt. Okay, sie geht in die andere Richtung. Nein, sie kommt zu uns. Was war das? Aber ich glaube nicht, die ist im Haus. Wir schaffen es nicht in den Keller. Nicht recht, guck mal, wie viel Leben sie hat. Komm schon! Nein! Oh Mann! Nein, dann raus. Oh, nicht dein Ernst. Wo ist sie? Weiß es nicht, aber lass uns erstmal an. Ah, nochmal. Aber wir hätten es beinahe. Okay, sie kommt in unsere Richtung. Okay, ja, geh raus. Ja, wir müssen raus. Wir machen jetzt nicht nochmal den Helden. Fehler, nee, aber ja, tut mir leid, ich hätte sie gerne, aber na, sie hätte einfach rauslaufen können, wenn sie war ja cool, aber es hat halt leider gar nichts geklappt. Dafür spielen wir noch nicht genügend gut. Ja, und wollen wir ehrlich sein, wenn ich jetzt nicht direkt rausgegangen wäre, dann wäre ich dran gewesen. Und wenn Bowie mich nicht geschützt hätte, wir hätten da einfach nichts mehr bewirken können. Leider. Unbefriedigend. Irgendwie unbefriedigend. Ich weiß. Ja, eigentlich schon. Ja. Dann auf jeden Fall bis morgen. Baba. Tschüss. Tschüss.